Es ist allerhöchste Zeit, mal einen Blick hinter die Kulissen, hinter Just a Schmidt zu werfen und warum ich mit diesem YouTube-Kanal überhaupt angefangen habe und. Denn YouTube hat mein Leben verändert. Als ich 2017 mit dem Kanal hier angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich so weit komme. Ja, ist ja nicht so, dass ich einfach gesagt habe, yay, ich plane meinen Erfolg oder sowas. Das war eine ganz andere Sache, warum ich mit YouTube angefangen habe. Ich habe im kreativen Bereich gearbeitet. Ja, so richtig Vollgas. Und plötzlich wurde es dunkel. Ich konnte nicht mehr richtig sehen. Ich hatte einen Virus im Sehnerv. Alles war plötzlich weg. Die Genesung hat fast ein Jahr gebraucht. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Und wenn meine Freundin nicht permanent zu mir gehalten hätte, ja, dann weiß ich nicht, was dann gewesen wäre. Zum Glück ist die Zeit vorbei. Alexa, starte das Studio. By the way, kennst du den Hintergrund noch? Dein YouTube-Studio ist vorbereitet. Viel Spaß beim Dreh und stay tuned. Halt, stopp! Denn eigentlich wollte ich für dieses Video einen super coolen Drohnenflug machen. So richtig mit toller, goldlichen Herbststimmung. Ja, aber fliegen bei dem Wind... Ah, da fällt mir ein, es muss ja gar nicht von diesem Herbst sein. Übrigens hier, auf meinem iMac, den ich heiß und fettig liebe, habe ich eine Menge Drohnenvideos für dich. Ja, und genauso entstehen auch meine Ideen. Hier zum Beispiel habe ich mir überlegt, ob es nicht ein cooles Thema wäre, diese LUTs, also diesen cinematischen Farblook zu zeigen, wie man den in DaVinci machen kann. Wie wär's damit? Ja, und wenn ich eins gelernt habe von meinen ganzen Vorbildern hier auf YouTube, ist es, Story is King. Es ist völlig egal, ob du die Frontkamera von deinem Smartphone benutzt oder ein super teures Mikrofon oder so ein 35-Euro-Mikrofon, was gerade hier oben hängt. Ganz ehrlich, YouTube-Videos zu machen für dich, du bist Teil der Community, hat genauso viel Spaß gemacht wie für mich. Und falls du dich fragst, warum es Juste heißt, es heißt Just a Schmidt. Ja, und ich kann dir nicht oft genug Danke sagen für deine Unterstützung. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden, Wochen oder gar Monate ich zusammengerechnet hier in diesem winzigen Kellerstudio gesessen habe. Ja, es sieht größer aus, als es ist, denn mit einem Ultraweitwinkel, was jetzt gerade auf der 80D drauf ist, kann man kleine Räume viel größer erscheinen lassen. Mein Kanal ist sowas wie Wünsch dir was. Du kannst hier über Smart Home was erfahren. Du kannst hier sagen, ich möchte gerne mehr Drohnenzubehör sehen. Oder wenn du sagst, nee, mich interessiert hier Audio oder ich möchte gerne Unboxings sehen oder Zubehör oder ich möchte gerne mich über Objektive informieren. Du hast hier die Möglichkeit zu sagen, was du möchtest oder über Smartphones. Oder Drohnenreviews oder Zubehör, RC-Autos, Timelapses, cinematisches Drohnenfliegen. Ja, und jetzt bleibt mir doch eigentlich nur mein Lieblingssatz, denn wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn das Video dir nicht gefallen hat, hinterlass mir zwei Likes. Ein Abo wäre wirklich toll mit deiner Meinung, deinem Lob, deiner Kritik, deinem Feedback in die Kommentare, denn nur so kann ich wirklich den Content machen, der auch für dich gut ist. Und in dem Sinne... Alexa, beende das Studio. Alles klar, ich habe wieder alles zurückgestellt. Viel Spaß beim Schneiden.